Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Yuletide Legends. Keine Ahnung, warum ich das letzte Mal immer falsch ausgesprochen habe. Nicht Yuletide, sondern Yuletide Legends. Rettet den Weihnachtsmann. Wir haben gerade schon festgestellt, beziehungsweise ich habe in der Aufnahme vom letzten Mal, die ich mir angeguckt habe, festgestellt, dass wir natürlich im Büro total eine Sammlerfigur übersehen haben. Und sonst, wenn wir die mitgenommen hätten, wären wir exakt auf der Hälfte, also bei der Hälfte der Puzzleteile, bei der Hälfte der Sammlerfiguren und bei der Hälfte der Lebkuchenmänner. Wirklich genau die Hälfte überall. Das heißt, wir haben das Spiel voraussichtlich ziemlich zur Hälfte durch. Plus Bonuskapitel eventuell. Ist die Frage, ob die Sammlerstücke auch im Bonuskapitel mit drin sind oder ob das Bonuskapitel quasi on top ist. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir die Lautstärke-Settings letztes Mal hatten, aber können wir dann on the fly anpassen. Wird schon gehen. Ach, genau, wir waren hier und mussten was genau machen? Frau Weihnachtsmann wartet auf den Krampusstab. Ah, genau, und wir mussten jetzt irgendwie... Wir haben die Zauberblume und damit können wir was machen? Hoffentlich nicht schon wieder ein verzauberter Elf. Achso, und hier können wir einfach hingucken, ja? Wieder böses Spielzeug? Warum haben wir denn jetzt gar keinen Sound? Das ist jetzt ultra leise. Also. Da ist Musik, aber. Ah nein, das sind einfach Windgeräusche. Na gut, dann drehe ich das vielleicht nicht mal massiv laut, sondern lasse das so, wie es vorher war. Und drehe einfach hier die Geräuschlautstärke in die Idee hoch. Dann hört man vielleicht mit ganz viel Fantasie ein bisschen davon. So. Machen wir das böse Spielzeug mit der Zauberblume doch mal zu einem netten Spielzeug. Achso, und jetzt stecken wir den einfach ein. Das ist ganz klar. Okay, das wird jetzt 100 pro ein Wimmelbild. Wer konnte damit rechnen? Oh wow, und es liegen auch immerhin so die Hälfte der Sachen mal offen da und wir müssen nur die andere Hälfte irgendwo rauskramen. Wie der Cursor da springt. Seltsam. Brauchen auf jeden Fall 3 Stück Kohle. Eins ist schon mal hier. Ein Rentier und 3 Bonbons. Das Rentier ist hier. Hier, das Ding hat sich doch locker gerade verändert. Ich genau gesehen. So, das ist die Katze, die wir brauchen. Außerdem brauchen wir eine Sonne, einen Hahn. Nach Hause gehen! Ja, er hat auf jeden Fall nicht so den Spaß. Okay, Pyramide scheint auch irgendein Wechselobjekt zu sein. Zumindest ist das mal blau, mal rot. Wo bewegt sich denn hier noch was? Ah, das Ding hier. Okay, müssen wir warten, bis es wiederkommt. In der Zeit machen wir mal das auf, nehmen die Schneekugel mit. Tun das dahin. Also Pyramide, ja, okay, kann man drüber streiten. Ist das ein Bonbon? Tatsächlich. Hier ist noch ein Stück Kohle. Schön, dass die Kohle auch so Schleifchen drumherum hat. Das Ding gehört hier hin. Das ist die Sonne, die wir brauchen. Dann haben wir hier die Spielzeugeisenbahn. Was ist das für ein Paddel? Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ja, gut. Was ist das? Achso, den können wir einfach wegnehmen. Dann packen wir den Weihnachtsmann ein. Fairer Deal. Können wir hier noch was aufmachen? Hier ist noch ein Bonbon auf jeden Fall. Es fehlt noch ein Bonbon. Hier ist der Hahn. Ein Bonbon, ein Stück Kohle. Die müssten auch offen irgendwo liegen. Was ist das denn hier für eine Fratze? So ein klein unter dem Schild. Können wir den Zwerg einfach wegpaddeln? Nicht so. Ach, das soll so eine Schaufel sein und wir können den Schnee damit wegschippen. Ja gut, sah jetzt, finde ich, nicht wie eine Schaufel aus. Dann ist hier die Gummiente und ein Massagestab. Dann ist hier der Krampusstab und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen aber... Also wir könnten jetzt gehen, aber wir brauchen trotzdem noch einmal Kohle und einmal Bonbon.
Und es muss auch offen liegen, eigentlich. Ich meine, dass ich das Bonbon nicht sehe, fairer Deal, aber gerade so ein schwarzes Stück Kohle müsste man ja. Ach, hier hinten. Die Schleifen machen das ein bisschen schwierig. Wo ist denn das Bonbon? Das ist nicht das Ding hier, ne? Nee. Das Teil hier? Okay, da guckt er halt so eine kleine Ecke von dem Papier raus. Toll. So, was geht mit dem Nussknacker-Steil? Mit diesem Nussknacker kann ich etwas aufknacken. Kein Scheiß. Verrückte Sache. So, du bist jetzt bestimmt gleich ultra laut, oder? Watch out! It's Krampus! Well, well, you again. Enough is enough, Detective. No, Teddy! Krampus, stop this madness! Ah, best Harry Potter moment of 2020. He got away. Poor Teddy. He sacrificed himself for me. For Christmas. Can you help him? Can Santa? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kann auf jeden Fall. Gerade die Sprache mal ein leiser machen. I'm truly sorry for the loss of the brave teddy bear. Santa will find a way to right all the wrongs that Krampus caused. But first we must find Krampus and retrieve Santa's voice and sleigh. Search the castle for any clues on how to find Krampus. I'll watch out and defend us if he returns. Okay, cool. Dann gehen wir mal in den Thronsaal, würde ich sagen, oder? Geht hier sonst noch was? Okay, das ist nur der komische Schneemann hier. Mit den Zuckerstangen können wir scheinbar auch nichts machen. Wir gehen mal in den Thronsaal. Hier ist doch locker was zum Sammeln. Nämlich dieses Puzzleteil. So, was geht hier? Da ist eine Zuckerstange. Ich brauche aber einen Schlüssel, um sie zu erhalten. Ist ja bedauerlich. Um nicht zu sagen... Bedauerlich. Okay. Ich benötige ein Bergteil oder ein doppeltes Dreieck. Ich benötige auch was Doppeltes, aber kein Dreieck. Ja, natürlich ist dieses Kästchen auf der Rückseite des Papiers festgeklebt. Das ist vollkommen logisch. Was geht... Okay. Das liegt einfach so an der Tür. Was? Oh nein, es ist das Rätsel. Wie oft in den letzten Wimmelbildspielen hatten wir das? Gefühlt in jedem. Also auf jeden Fall bei der... wie heißt sie denn? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Secret Order. Bei Secret Order 5, 6, 7 und 8 hatten wir das auf jeden Fall drin. Aber okay... Ja, das ist ja blöd gemacht. Das passt ja gar nicht so hübsch, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja ungünstig. Na gut. Egal, machen wir das erstmal so. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Das geht eigentlich ganz... Nee, Moment. Wir machen das nochmal zurück. Kann ich das nicht... Nee, es geht einfach nicht, ne? Nee, geht einfach nicht, okay. Achso, nee, ich will da ja rot hinhaben, nicht gelb. Na, dann machen wir das doch so. Und dann gehen hier erstmal die roten rüber.
Dann können wir das noch so machen. Nee. So. Ja, auch noch nicht ganz. Lass mich mal kurz überlegen. Wie viel passen dazwischen? 1, 2, 3, 4. Also müsste prinzipiell... Achso, das passt jetzt genau so, aber jetzt passt das natürlich nicht. Aber das ist okay, das müssten wir eigentlich trotzdem gewuppt kriegen, oder? Achso, nee, jetzt drehen wir ja zwangsläufig jedes Mal ein gelbes mit rüber. Aber, Moment, wie viel sind hier zwischen? Auch 4, ne? Dann machen wir das mal kurz so und machen das so, halt. Und dann haben wir es. Easy. Wäre wahrscheinlich auch mit 5 Zügen weniger gegangen, aber egal. Diesmal hat es, also Hauptsache es hat nicht 20 Minuten gedauert. Aber unser 20-Minuten-Minispiel hatten wir auch schon an dem Milchshake-Automaten. Oh, ob hier wohl ein Besenteil in diese besenförmige Aussparung muss? Können auf jeden Fall die Fackel mitnehmen. Was ist das? Ein leerer Krug. Leere Sprühpistole. Die Spritzpistole muss mit einer rosa Zauberflüssigkeit gefüllt werden. Dann bin ich froh, dass die rosa ist. Es darf auch auf keinen Fall eine blaue sein oder so. Ich wette, hinter der Wand finde ich etwas über die Zauberblume oder wie ihr Zauber wirkt. Ach ja. War auf jeden Fall unser Sammlerstück. Das Skelett eines Giganten? Ich hoffe, er wird nicht wieder lebendig. Nein, ich denke, er sieht ziemlich tot aus. Oh, das Besenemblem. Woher weiß... Achso, okay. Ich wollte gerade fragen, wer sie weiß, dass es ein gelber Edelstein ist, aber der Rand ist gelb. Fairer Deal. Ein Teil in Form einer Träne. Und was folgt? Finde ich hier Wasser? Ah, oder ewige Verderbnis. Oder wir müssen hier ganz viele Sachen platzieren. Ich muss den Krug zuerst mit Wasser füllen. Okay. Was genau machen wir hier dann? Wir haben auf jeden Fall schon einen Blumentrank am Start. Ja, wenn wir den schon haben, warum... Also was machen wir dann noch hier? Niemand weiß das. Können wir das mitnehmen? Nein. Hier ist so ein Säckel. Beutel mit Kugeln. Ich hoffe, es sind mehr als 2. Ah ja, okay. Und nun? Wow, wir müssen ernsthaft Paare finden nach Farbe. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wie anspruchslos kann man sowas gestalten? Ist eigentlich auch total bescheuert, dass man jedes Paar vorfinden muss, um das Dinge zu behalten, was kein zweites hat, anstatt dass die Aufgabe ist, finde das Teil, das nicht doppelt ist. Das wäre wenigstens, also da muss man wenigstens eine Idee länger gucken, also so eine Sekunde circa. Ugh. So, wo mussten wir das Besendinge? Okay. Wo konnten wir das Besendinget hin tun? War das hier vor? Ah, das war hier, ne? Boah, tolle Effekte. Yay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall das Teil. Wir pflücken diese aufgemalten Ringe von der Wand. Das ist vollkommen logisch. Wir brauchen das Dinget. Wir brauchen irgendeine Sonne. Oh, wir müssen bestimmt hier in den Kürbis was reinschnitzen mit einem Messer. Können wir dazu das Dinget nehmen? Oh ja, das funktioniert. Gut, dann nehmen wir das Teil mit. Wir brauchen einen Dartpfeil irgendwo her. Wir müssen den Käfig aufkriegen und dann die Kugel rausnehmen. Das Ding sieht auch ein bisschen creepy aus, oder? Brauchen wir diese Rakete? Scheinbar nicht.
Aber wir brauchen das Herz auf jeden Fall, was hier drauf gemalt ist. Dann so ein Mistelzweig. Und eine Rose oder was auch immer das sein soll. Und diese Schneeflocke. Ah, die Rose ist hier. Hier ist der Mistelzweig. Dann brauchen wir diese, also was auch immer das sein sollte. Sonne, Explosion, Dinge. Den Dartpfeil. Sehe ich spontan tatsächlich nicht. Ach doch, hier. Oh Gott, der ist voll riesig. The hell? So, und dann müssen wir das Ding jetzt irgendwie aufkriegen. Hier irgendwas, was ich nehmen kann, greifen kann. Was brauchen wir denn hier? Okay, wir müssen die Stäbe entfernen. Okay, du ziehst die Figur hier raus. Achso, die kommt hier rauf. Und dann können wir das Ding mitnehmen. Ah, mit der Säge sägen wir einfach die Stäbe weg. Ja nun. Das ist Jack Frost. Er sitzt in der Falle. Und ich habe zu spät reagiert, um den Rest des Textes zu lesen, aber wir müssen ihn bestimmt befreien. Ich bin fest davon überzeugt. Da steht's auch nochmal. Was brauchten wir hier? Ach, so ein Schlüsseldingsi, okay. Gelber Edelstein, der muss doch garantiert erst noch aus der Kugel raus, oder? Den können wir doch im Leben noch nicht hier so einsetzen. Was geht denn hier? Wütender Ritter. Oho. An diesem Ritter komme ich nicht vorbei. Ich muss ihn entfernen. Oder verkleinern. Okay, mit dem Blumentrank kommen wir nicht weiter. Können wir sonst irgendwas machen? Nicht so, ne? Also nicht, dass wir es vollständig kriegen könnten. Achso, hier kann ich eh... Okay, kann ich nicht zurück. Ja, okay. Mal die Schneekugel schütteln. Geht halt nicht. Hier müssen wir erst noch ganz viele Dinge vorbereiten, bevor wir die da hinpacken können. Die Animation ist schon das Beste. Okay, ich schätze, wir müssen erstmal wieder zurück, oder? Okay. Jack Frost? I'll set him free at once. Das war einfach. Wow, Jack Frost ist auch schon circa 40, oder? Oh, thank you, Mrs. Claus. And you, Detective. Krampus trapped me inside, but not before I found this. Was haben die alle mit ihren Blumen? Eine von fünf? Listen, I came up with a plan. Krampus keeps his list of naughty children in a room with a special sphere. This sphere makes it possible to read the list. Read the list, and you'll see all the households Krampus is going to visit. We can intercept Krampus and set a trap for him if we know his flight path. Natürlich. Solange wir kein Traveling Salesman Problem lösen müssen, ist alles gut. Sag mal, irgendwie sind seine Stiefel hier doch auch so ein... Das passt doch irgendwie nicht von der Beleuchtung, oder? Irgendwas sieht da komisch aus. Holy shit, Katze! Fett. Raste mal nicht so aus. Okay, das kommt jetzt noch viermal. Fett. Fett. Vielen Dank für die 5 Gift-Subs. Vielen, vielen Dank. Fett. Fett. So. Fett. Fett. Gut, ich guck schon mal weiter, während hier noch fett im Hintergrund der Sound abgeht. Fett. Fett. Ah, da brauche ich bestimmt den Blumentrank, oder?
Das sieht nicht so aus, als hätte das den Blumen geholfen, finde ich, aber... Oder als sollte es den Blumen helfen. Aber gut, dann haben wir hier schon mal alle 5 Teile zusammen. Das ist doch schon mal was. Vielen, vielen Dank nochmal, Patze. Sehr cool.